Dann möchte ich jetzt Johannes Erz bitten, hierher zu kommen. Er ist Biobauer und Sprecher für Bündnis Junge Landwirtschaft, wenn ich das richtig gesagt habe. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute was für uns, zu uns sagen willst. Dankeschön. Also erstmal sage ich was ein bisschen zu mir als Biobauer und dann ein bisschen was zu dem Thema Bündnis Junge Landwirtschaft. Also wie man hört, komme ich nicht gebürtig von hier. Ich bin kein Berliner, sondern ich komme aus Baden-Württemberg. Habe in Baden-Württemberg eine Ausbildung zum Landwirt gemacht, ohne dass ich einen Betrieb zu Hause hatte. Bin dann über Umwege nach Eberswalde zum Ökolandbaustudium gekommen. Zusammen mit meiner besseren Hälfte, die zu Hause jetzt gerade ist und unsere Hühner verwaltet. Ja? Und wir nach dem Studium gesagt haben, uns gefällt es in Brandenburg, vor allem in Ostbrandenburg, im Landkreis Märkisch-Oderland. Wir wollen hier bleiben und das wagen, einen eigenen Betrieb aufzubauen. Ja? Wir haben einfach gesagt, erstens gefällt es uns in Brandenburg und zweitens haben wir die Nähe zu Berlin. Da ist der Markt, da ist die Regionalität da und da sehen wir einfach Chancen und Potenzial. So dass wir einfach kurzerhand dieses Frühjahr gesagt haben, okay, lass uns doch einfach mal einen Betrieb gründen, haben einen kleinen Vierseitenhof übernommen, ohne Fläche, also es waren, ist alles richtig? War ein halber Hektar Land dabei, aber nicht mehr. Wir haben es trotzdem gewagt und haben einfach gesagt, okay, lass uns das umstellen zum ökologischen Landbau und einen Betrieb gründen. So, jetzt war es dann so, es gibt auch im Bereich der Landwirtschaft, wie auch in anderen Branchen, die dementsprechenden Fachmessen zu der Branche und dabei findet jedes Jahr, also alle zwei Jahre findet die Eurotier und im Wechsel die Agritechnica statt, sodass wir letzten Herbst auf der Eurotier waren. Das ist die weltgrößte Tierhaltermesse, wo es dann um Käfighaltung etc. etc. geht. Es gab dann noch ein paar kleine Nischenhersteller, die sich mit der besonderen Art der Legehennenhaltung beschäftigt und mit dem Thema der mobilen Hühnerhaltung. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben nicht viel Fläche, lass uns doch in die mobile Hühnerhaltung einsteigen und da was wagen. Sodass wir gesagt haben, okay, wir wollen in die Hühnerhaltung einsteigen und haben, weil uns das teure Modell zu teuer war, einen Bauwagen gekauft und 160 Hühner angefangen zu halten. Was uns ganz arg wichtig war, war, dass wir nicht von einem Händler schon ein fertiges Legehuhn gekauft hatten, sondern dass wir gesagt haben, erstens wollen wir Rassehühner haben und zum Zweiten wollen wir ein Tagesküken kaufen und die selber hochziehen und dann am Ende im Endeffekt eigene Legehühner haben. So, jetzt ist natürlich das Thema, von 160 Hühner können wir nicht leben. Erstens das und von einem halben Hektar, wir haben da noch ein bisschen Fläche dazu bekommen, sind jetzt gerade bei knapp 2 Hektar, was wir in Umstellung haben, ist nicht besonders viel, um da im Endeffekt einen existenzfähigen Betrieb aufzubauen. Sodass wir gesagt haben, okay, die Hühnerhaltung ist eins, was wir uns noch weiter vorstellen könnten, wäre eventuell der Gemüsebau, aber was wir auch wollen, ist einfach noch mehr zum Beispiel in Getreidebau einzusteigen, spezielle Getreidearten anzubauen, zum Beispiel ein Emmer oder ein Einkorn. Wenn man hier in Berlin in den Bioladen reinguckt und guckt, wo das so herkommt, dann kommt zum Beispiel das Einkorn oder auch ein Emmer aus Amerika. Und da frage ich mich, wir haben hier extensive Böden in Brandenburg, wieso wir das nicht hier regional vor den Toren Berlins anbauen? Aber dazu brauchen wir Land. So, jetzt bin ich mit meiner Freundin, sind wir nicht alleine mit dem Thema. Es gibt genug Absolventen, auch wieder von Eberswalde. Genau. Die jedes Jahr fertig werden und die auch sagen, sie wollen auch hier bleiben und sie wollen auch einen Betrieb aufbauen. So, und die alle im Endeffekt vor dem Problem stehen, dass wir, es sind jetzt schon mehrere, nicht an Landwirtschaft die Fläche rankommen. Weil zum einen die Pachtpreise in letzter Zeit enorm gestiegen sind, weil Agrarinvestoren in den Bereich der Landwirtschaft eingestiegen sind und und weil unser lieber Staat, unser lieber Vaterstaat aktiv bei dem Thema Bodenvergabe und Bodenpreise mitmischt, indem er die staatseigenen Flächen zum Höchstpreis verpachtet oder veräußert. Ja? Genau, da könnte man nämlich sagen, okay, hier sind junge Leute, die wollen wirklich aufs Land, die wollen da wirklich was bewegen, die wollen keine Vermeisung der Landwirtschaft,
die Landschaft und die wollen auch kein Roundup auf ihren Äckern einsetzen, sondern die wollen zum Beispiel Ökolandbau machen und Radieschen pflanzen. Aber dem ist leider nicht so. Also wir haben da enge Kontakte oder enge Diskussionen mit der BVVG. Das ist im Endeffekt die Treuhand, die die staatseigenen Flächen privatisieren soll. Aber da ist leider kein Ansehen da. Deswegen war dann unser Ansinnen, dass wir im Endeffekt ein Bündnis gegründet haben, dieses Bündnis Junge Landwirtschaft, und uns aktiv für eine Flächenvergabe speziell an junge Landwirte im Endeffekt einsetzen. Was wir jetzt schon erreicht haben, ich bin ja prinzipiell Optimist und freue mich auch über jeden kleinen Schritte, dass es mittlerweile bei der BVVG speziell ein Angebot geben muss für Junglandwirte. Aber das reicht nicht aus, weil es stehen nach wie vor in Brandenburg 45.000 Hektar zur Privatisierung an. Und wir da einfach sagen, das muss im Endeffekt komplett jungen Landwirte oder auch Ökolandwirten zur Verfügung stehen und nicht den meistbietenden Agrarinvestoren. Die den ländlichen Raum aufkaufen und sie nicht für eine ländliche Entwicklung einsetzen. Ja? Genau. Von dem her mein ganz kurzes Fazit. Wir können Monsanto und Co. stoppen, wenn wir ... an Land rankommen. Ja? Ja. Vielen Dank, Johannes. Super. Was ich noch dazu sagen wollte, das wissen vielleicht auch viele nicht, wo ich dachte, dass du das sagst, dass halt auf diesen großen Flächen Mais angebaut wird. Ja, also dass halt überall Mais angebaut wird für Biogas und das dann letztendlich den Boden total ausraubt. Vielleicht kannst du das ganz kurz noch machen. Ja, ich kann da auf jeden Fall was dazu sagen. 10 Minuten sollte ich was sagen, ich kann auch gerne noch länger reden. Noch ein bisschen was. Also Fakt ist einfach, dass wenn wir im Endeffekt einen Agrarinvestor, also wie zum Beispiel KTG, Lindhorst oder Steinhoff, in einem Landkreis aktiv sind, dass die natürlich nicht gucken von wegen Fruchtfolge oder welche Pflanzenschutzmittel oder dass gar keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Thema Nummer 1 muss bei den Agrarinvestoren einfach sein, Rentabilität und Gewinn am Hektar. Und da geht es nicht darum, okay, was können wir zur Bodenfruchtbarkeit beitragen oder was haben wir für eine Fruchtfolge, sondern da wird meistens Mais für die Biogasanlage gebaut, weil da derzeit nach derzeitiger Förderpolitik am meisten Rendite vom Hektar zu holen ist. Dankeschön.